Die EU-Kommission, die sogenannte EFSA, EFSA, die haben eine Liste, eine Zulassungsliste für Naturheilmittel. Also meistens sind es Medikamente oder Safety oder sowas, ne? Die jetzt aber als Medikamente zugelassen sind. Und jetzt hat sich herausgestellt, nach zehn Jahren der Ablehnung von irgendwelchen sogenannten Begleitstoffen, dass ein Stau entstanden ist der Zulassung, weil die EFSA nicht in der Lage ist, die Wirkungen dieser Begleitstoffe zu messen. Die haben einfach noch nicht diese Messmethoden entwickelt, um die Subtilität, die die im Körper verursachen, also Stoffwechselveränderungen auf Langzeit, herauszufinden und zu definieren. Und das ist der Hauptgrund, warum der Stau immer noch da ist und dass sie partout keine Pflanzenbegleitstoffe zulassen. Ich habe mich mit denen gestritten, telefonisch und auch mal schriftlich. Und das ist ein Armutszeugnis, weil die Anthocyane, OPC und andere Begleitstoffe, Beta-Cyanine von der roten Beete beispielsweise, das ein wunderbares Krebsmittel ist, Antikrebsmittel ist, das wird einfach nicht zugelassen, weil ihnen der Wirkstoff fehlt. Diese ganzen Pflanzenbegleitstoffe, die auch so viel in der Aronia drin sind, das sind nämlich die Stoffe, die das Abwehrsystem aufbauen. Und zwar massiv. Ja? Aber das können sie nicht messen. Ja? Und dann sagen sie immer, das ist aus anderen Gründen, das ist entstanden, weil das Wetter sich geändert hat oder sonst was. Ne? Es ist zu subtil, sie schaffen das nicht. Sie haben noch nicht diese Werkzeuge, um das zu messen. Die Pharmalobby ist dafür, dass das nicht gemacht wird. Ne? Das geht unter der Hand. Das können wir nicht, wir können das nicht beweisen. Ne? Die sind froh, wenn die Naturmittel verschwinden alle. Ne? Wir sind Konkurrenten zu denen. Ne? Und zwar die ehrlichen.